Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, in der ich dir Grundkenntnisse zu Word 2016 vermitteln möchte. Und hier möchte ich dir helfen, dass du dir sehr einfach dann tun wirst, eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VWA, eine Diplomarbeit oder Seminararbeit zu schreiben. Und hier in diesem 35. Video geht es jetzt darum, eine Tabelle formatieren zu können. Ja, aus einem der vorgehenden Videos weißt du noch, wie man eine Tabelle einfügt. Und hier möchte ich jetzt zeigen, wie man sie formatieren kann. Ich wähle sie mir aus. Hier links oben siehst du hier diese vier Pfeile. Da kann ich dann einige Dinge damit machen. Also ich kann jetzt hier hergehen zum Beispiel und den Rahmen, die Einfassung zum Beispiel verändern. Ich könnte jetzt hier sagen, dass kein Rahmen gezeigt wird. Das heißt, hier sieht man dann nur noch diese vier, wenn man es dann ausdrucken würde, nur noch diese vier Teile, also das, was in diesen vier Zellen dann drinnen steht. Ich kann durch wieder hergehen, könnte sagen, in alle Bereiche wird dann etwas eingefügt, das heißt alle Rahmenlinien dann zum Beispiel. Dann kann ich zum Beispiel hergehen und könnte dann einzelne Bereiche dann hervorheben, zum Beispiel durch einen Hintergrund. Ich mache dann hier rechte Maustaste und wähle mir hier eine andere Schattierung, einen anderen Hintergrund aus, zum Beispiel hier orange. Ich könnte den unteren Teil jetzt auswählen, die untere Zeile, und wähle jetzt hier als Hintergrund dann zum Beispiel so ein dunkles Grün. Man sollte da sicher gut aufpassen, zumal wenn man die Arbeit in der Schwarz-Weiß ausdruckt, würde man da ja nicht so viel zu sehen bekommen. Ich kann hierher gehen und kann dementsprechend dann die Breite dann der einzelnen Spalten dann verändern. Ich kann das so machen, ich könnte auch hierher gehen, könnte eine weitere, ich wähle das hier aus, der Pfeil geht nach unten, aber es ist nur diese eine Spalte ausgewählt, rechte Maustaste, und kann hier zum Beispiel jetzt noch eine weitere Zeile oder eine weitere Spalte einfügen. Also wenn ich jetzt hier rechts einfügen wähle, dann würde eine weitere Spalte dann hier einfügen. Wo ich wieder eine Beschriftung durchführen könnte, wenn ich jetzt hier rechte Maustaste nehmen würde, einfügen, darunter oder darüber, machen wir darüber, dann würde ich jetzt hier eine weitere Zeile hier einfügen. Das gleiche kann ich natürlich machen, indem ich hierher gehe und hier einen Bereich auswähle, dann hier löschen nehme, entweder die gesamte Tabelle löschen oder eben nur diese eine von mir ausgewählte Spalte, könnte ich dann hier zum Beispiel dementsprechend dann löschen. Und ich kann darüber hinaus natürlich auch generell die Breite dann auch dieser Tabelle hier dann einstellen. Ja, ich hoffe, du hast hier etwas gelernt im Zusammenhang mit Tabellen.